Willkommen zu einer neuen Folge Color Splash. Oh, Moment. Das ist ja eigentlich Splatoon. Aber wir reden heute über Paper Mario. Ja, und Color Splash ist ein ziemlich wichtiger Part meines Kanals, würde ich mal sagen. Aber erste Reihe nach. Wir fangen wieder wie normal an. Wann habe ich denn das erste Mal Paper Mario gespielt? Und das war ja, nachdem ich mit Mario und Luigi bis Bowser's Inside Story relativ familiär war, habe ich dann auch mal versucht, Paper Mario zu spielen. Mein allererstes Paper Mario war dann die Legende vom Meoentor. Und ich musste direkt eins mal kritisieren, obwohl es total dumm ist, aber gut. Für mich ist Mario und Luigi immer noch bei weitem besser als Paper Mario. Und das liegt halt daran, dass man im Kampfsystem halt sich vollkommen schützen kann. Ja, man nimmt halt keinen Damage. In Paper Mario und in normalen RPGs kann man vielleicht Schaden abblocken, aber man nimmt immer ein bisschen Schaden. Und ich finde das halt jetzt, die Aussage, super dumm, weil ich eigentlich ja auch unfassbar lange Pokémon gespielt habe und alle Gens, und da ist es ja genau gleich. Das ist ja auch ein RPG, wo man mit seinen Charakteren in den Kampf geht. Ja, und man nimmt halt Schaden. Ne? Man kann ja auch da nicht zum Beispiel eine Tackle oder so einfach blocken und null Schaden davon kriegen. Und so ist es halt in allen RPGs außer Mario und Luigi. Deshalb hat mich Paper Mario immer so ein bisschen abgeturnt. Aber mehr so, das so retrospektiv zu beachten, ne? Immer wenn ein neues Paper Mario rauskam, habe ich es mir halt auch geholt. Ich habe nur Paper Mario 1 sehr spät erst kennengelernt. Die Legende vom Meoentor auch. Und Super Paper Mario habe ich nicht mal gespielt. Das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich wusste, dass das existiert. Kam auch immer Werbung auf RTL 2 dazu. Aber habe ich mir halt nie geholt. Das war immer noch in dieser Phase, ja, wo ich halt Mario und Luigi gespielt habe und kein Paper Mario bräuchte. Mein allererstes richtiges Paper Mario war dann eigentlich Sticker Stars. Und ich muss da ehrlich zugeben, ich weiß, dass Sticker Stars sehr, sehr gehasst wird. Ja, ich zu meinem Teil fand es damals, oder ich habe es jetzt so in Erinnerung, dass es gar nicht so schlecht war. Bis auf die Punkte, die halt jeder nennt, ne, die Toads, die halt nicht mehr generic sind. Und ja, auch das Kampfsystem und alles ist halt ein bisschen abgeschwächt von, es gibt keine Helfer mehr. Und ja, kann ich verstehen. Aber um das nochmal zu beurteilen, müsste ich Sticker Stars ehrlich gesagt nochmal spielen. Weil ich weiß von Sticker Stars halt erst gar nichts mehr. Oh, das müsste ich jetzt einfach mal nochmal spielen, um zu sehen, wie schlecht dann das Spiel wirklich war. Ich bin kein Hater der Paper Mario-Reihe. Ich mag sie eigentlich. Ich war auch ein großer Fan von Color Splash. Von Color Splash fand ich echt gut. Hat natürlich auch seine Schwächen. Ist natürlich auch nicht mehr vergleichbar mit den zwei klassischen Paper Marios. Ich glaube, Super Paper Mario fängt auch schon an, ein bisschen aus der Reihe zu tanzen. Aber Color Splash muss ich auf ewig dankbar sein, denn Color Splash hat mir eine Menge Abonnenten verschafft und eine Menge Views. Die finalen Parts haben so im Durchschnitt 6000 Views, wobei der letzte und der vorletzte sogar die 10.000, 20.000 geknackt haben. Das ist echt krass. Also, keine Ahnung, meine Theorie ist halt, dass ich der einzige deutsche Let's Player war, der halt zu dem Zeitpunkt im Finale war, weil ich habe das Spiel halt auch ziemlich gerusht. Und deshalb, von daher kommen die Klicks. Aber anders kann ich es mir halt nicht erklären, weil wenn ich mir das heute anschaue, oh mein Gott, ist das Trash. Also ich will nicht sagen, dass meine Let's Plays heute besser sind, aber ich finde, dass ich mich doch schon ein bisschen gesteigert habe, im Gegensatz zu damals. Naja, ich fand Color Splash dennoch ziemlich cool. Diese Mechanics mit den Stickers und mit den Karten fand ich nie wirklich störend. Und dann kommt auch schon Origami King. Und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich angefangen. Habe mich eigentlich drauf gefreut. Trailer sah geil aus. Ja,
Habe ich aber nie weitergespielt. Ich glaube, ich bin in Welt 2. Existiert ja auf der Switch. Habe ich hier drauf. Könnte ich jetzt theoretisch nachschlagen. Aber das hat mich nie gejuckt, weiterzumachen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde es irgendwie gar nicht reizend. Also, es fesselt mich einfach nicht. Keine Ahnung. Seht ihr das ähnlich oder ist Origami King eigentlich ganz gut? Also, man muss mich schon überzeugen, dass ich das Spiel nochmal durchspiele. Oder überhaupt durchspiele. Ne? Ich bin, wie gesagt, irgendwo Kapitel 2 flöte gegangen. Ich glaube, es gab 2, 3 Streams davon. Ich habe eigentlich gehofft, dass dieses Thema nicht rankommt, weil ich möchte der Paper Mario Reihe noch eine Chance geben. Ich habe mich nämlich in der ich habe eine Menge vergessen von Paper Mario, ne? Das ist das Problem. Anders als bei Mario und Luigi, mit Mario und Luigi habe ich mich Stunden beschäftigt. Ich habe Wikipedia-Artikel dazu gelesen, wo die Schrubs herkommen oder alles Mögliche, das Bohnenland, wo liegt es geografisch, ne? So Sachen, also Dinge, die eigentlich total Nonsens sind. Aber Mario & Luigi war halt einfach meine Kindheit. Oder ein Teil, ein großer Teil der Kindheit. Und Paper Mario war halt immer existent, aber es hat mich nie so gejuckt. Ich habe das erst später kennengelernt, ne? Mit dem Internet und so. Ja, weswegen, weiß nicht. Heute möchte ich nicht, also ich möchte definitiv die Serie auf gar keinen Fall irgendwie hier schlecht reden. Nur ich kann es halt auch schlecht gut reden, wenn man halt nicht mehr so viel davon weiß. Also das Paper Marios habe ich einmal durchgespielt und dann nie wieder angefasst. Ich könnte ja auch jetzt nicht sagen, was in Color Splash passiert, außer das Finale. Und Origami King, ja, Anfang auch schon quasi wieder vergessen. Also wäre für mich wieder blind jetzt. 2 Kapiteln, die wir halt im Stream geschafft haben. Naja, jedenfalls, ich bin ein großer Fan von Paper Mario. Ich freue mich immer, wenn Paper Mario angekündigt wird. Und ich glaube, also ich möchte halt das demnächst mal nachholen. Alle Paper Marios mal wieder spielen. Um mir dann ein besseres Bild davon zu machen. Aber wie gesagt, ich möchte aber auch die Meinung beibehalten, im Moment, dass ich Stickers das gar nicht so schlecht fand. Aber ganz gerne dürft ihr mir auch mal sagen, wie ihr Sticker Stars und die neuen Paper Marios so findet. Klar sind die natürlich schwächer. Ich meine, die neuen Mario und Luigi Teile finde ich eigentlich auch sehr schwach. Darüber haben wir ja schon geredet. Brothership. Ja, da sind meine Hoffnungen natürlich super hoch. Aber wenn wir am Ende enttäuscht werden, dann ja, ist es halt so. Meiner Meinung nach ist halt die Mario & Luigi-Reihe eh nach Bowser's Inside Story gestorben. Dream Team Brothers war zwar gut, aber es hatte schon seine Schwächen. Und da ich so viel jetzt über Mario & Luigi rede, geht es jetzt um den 5. Teil. Denn ist das ein Mario & Luigi-Teil oder ist das ein Paper Mario? Es ist ein Mario & Luigi-Teil, aber Paper Mario ist dabei. Und deshalb erwähne ich es jetzt hier auch nochmal. Ich fand Paper Mario, also Paper Jam Brothers, eigentlich ganz cool. Dieses Crossover zwischen den einzelnen Charakteren. Siehst du, davon weiß ich wieder eine Menge, so quasi. Das habe ich nicht vergessen. Ich weiß noch, dass die Koopas sich immer so hochgelobt haben gegenseitig. Es gab 2 Peaches. Ja, es gab alles 2-mal, ne? Ich weiß nicht, gab es auch einen Paper Luigi? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht. Es gab nur Mario. Jedenfalls, richtig geiles Spiel. Und ich glaube, das war so das Spiel, das mich halt zum ersten Mal so ein bisschen in die Richtung Paper Mario geschubst hat. Ohne Paper Jam Brothers hätte ich vielleicht, ja doch, Paper Mario schon angefasst, na, spätestens auf der Wii U und ja, mit Sticker Stars eigentlich auch. Kam Sticker Stars oder Paper Jam als erstes? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, Sticker Stars kam aber zuerst. Ja, dann war Sticker Stars wirklich mal ein erstes richtiges Paper Mario, nenne ich es jetzt mal. Ja, ich habe jetzt kurz den Faden verloren. Ja, genau, also, wie gesagt, das hängt jetzt davon ab, was war als erstes da. Aber ich glaube, Sticker Stars war da.
Und Paper Jam Brothers kam erst danach. Beides ist ja für 3DS erschienen. Ja, und mehr gibt's halt nicht zu sagen. Auch Paper Mario hat halt immer nur so einen Titel pro Konsole. Ja, finde ich aber trotzdem ein geiles RPG, ne? Also kann man ruhig spielen. Ich befasse mich eh im Moment sehr stark mit Mario RPGs. Weil erstens, ich bin im Brothership-Hype. Und zweitens, ich stehe so kurz davor, mir Mario RPG zu holen und zu spielen. Aber ich weiß nicht. Ich habe Angst vor dem Spiel. Ich weiß mittlerweile, dass das neue, das Remake halt leichter gemacht wurde. Also es ist nicht mehr so hart. Aber ja, ich bin noch nicht so ganz zen damit, mir das Spiel zu holen. Aber es wird vermutlich irgendwann passieren. Ja, also wie gesagt, im Moment ist das Thema RPG groß bei mir. Und da wir jetzt schon bei Farben sind, für alle, die auf dem PC sind oder vielleicht auch auf dem Handy, geht mal aus dem Fullscreen raus und jetzt schaut mal auf euren Abo-Button oder auf meinen Abo-Button und meine Like-Buttons. Wenn ich jetzt sage, abonniert diesen Kanal und ja, klickt auf den Like-Button, passiert dann was bei euch? Oder auch auf Englisch kann ich auch mal probieren. Subscribe to my channel. Hit the subscribe button. Smash that like button. Also wie gesagt, passt mal auf und lasst mich mal wissen, ob dann irgendwas auf eurer YouTube-Page passiert ist. Gut, zurück zum Thema. Ich will natürlich auch von euch wissen, was war euer erstes Paper Mario? Stimmt ihr mir dazu, dass Sticker Stars nicht allzu schlecht war? Als alleinstehendes Game will ich jetzt sagen, nicht im Vergleich zu anderen Paper Marios, weil das will ich dir nochmal betonen. Ich finde Sticker Stars nicht so schlecht als einziges Spiel. Wenn man es natürlich mit der Paper Mario Reihe vergleicht, ja gut, dann stinkt es halt total ab. Ich meine, ich weiß auch, wie generic die Toads in Thousand Year Door sind und wie viele Helfer man da hat. Und vieles mehr, ne? In Sticker Stars gibt es ja wirklich nur diese Sticker. Glaube ich zumindest. Ich kann mich da auch irren, aber ich glaube, es gab wirklich nur diese Sticker. Ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass das verständlich erklärt wurde, dass ich Sticker Stars als alleinstehendes Spiel gar nicht so bad finde. Aber ich muss es wirklich nochmal spielen, um mir eine richtige Meinung davon zu machen. Weil ich habe das halt auch so als Jugendlicher gespielt und gar nicht so auf den Fokus, auf YouTube irgendwie Videos zu machen oder allgemein Spiele zu bewerten. Weil das mache ich natürlich mit meinen Let's Plays. Ich will natürlich auch so mit euch zusammen das Spiel sharen und dann mir eine Meinung bilden und dann hoffe ich, wenn ich mein Feedback gegeben habe, dass andere in die Kommentare schreiben, ob sie mir zustimmen oder ob sie das anders sehen. Ich glaube, so kriegt man auch noch ein viel neutraleres Bild. Naja, das war mein Thema Paper Mario. Ihr seht, das werden wir irgendwann nochmal heftig ausbauen, wenn ich dann mich mehr mit der Materie beschäftigt habe. Aber Paper Mario war immer so nebenbei. Aber bei mir ist halt Mario und Luigi bei weitem höher. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Paper Mario kommt da auch nie dran. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.